der Regionalliga West kam es zum nächsten Vorarlberg-Derby. Der FC Dornbirn empfing auf der Birkenwiese den FC Höchst. Für beide Teams galt die Devise, 3 Punkte müssen her, und die Heimmannschaft spielte zu Beginn sehr kompakt und überlegt. Die erste gute Chance hatte Semi Yasa in der 3. Spielminute, der Goalie der Höchster aber sicher. Die nächste Glanztat des Keepers der Gäste folgte gleich. 8. Minute, schöner Pass auf Karatay, der zieht ab, Nagel aber mit der Parade, und die Abwehr konnte die Situation dann bereinigen. Gute Chancen waren dann in der ersten Halbzeit eher Mangelware. Dornbirn spielte weiterhin kompakt und ließ wenig zu. Die Gäste dann aber mit einem Freistoß in der 39. Minute. Der Ball kommt gut, Ruip mit dem Kopf, aber neben den Kasten. Kurz darauf wieder Dornbirn. Honeck leitet den Angriff ein, und dann ging es schnell. Wunderbare Kombination im Mittelfeld und der Pass ins Loch auf Alibabic. Der legt sich den Ball aber etwas zu weit vor. Schöne Aktion, aber kein Tor. Die Höchster kamen dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch zu einer Riesenchance. Fabian Koch am Ball, Simon Turner startet perfekt in den Raum, erwischt das Leder aber nicht ideal, und der Ball überm Tor. 0:0, also der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit begann die Heimmannschaft wieder gut. Alibabic mit dem Antritt und dem Pass auf Karatay. Der macht ein paar Schritte, der Schuss abgefälscht, aber Alibabic kann nichts aus der guten Möglichkeit machen. Es geht in die 51. Minute. Höchst im Angriff, Koch mit dem Haken und Dominik Heidegger mit der Notbremse. Rote Karte für den Dornbirner Abwehrspieler, ein Rückschlag für die Rothosen. Der Freistoß für die Gäste aus aussichtsreicher Position, der Ball landet aber von der Mauer im Aus. Nächste Aktion dann von den Dornbirnern. Yasa nimmt sich den Ball gerade noch mit und versucht aufs Tor zu ziehen, die Vorlage aber wieder etwas zu weit, weiterhin 0:0. 63. Spielminute, Freistoß für Dornbirn. Kurz geklärt von Ruheb und Alibabic mit der Riesenmöglichkeit, aber wieder findet der Ball keinen Weg ins Tor. Dann war es Biala war bei Höchst, der den nächsten Angriff einleitete. Pass in den Strafraum, der Ball kommt zu Fabian Koch, der mit dem Haken und dem Schuss ausgerutscht, aber trotzdem zappelt das Leder im Netz. Das 0:1 für die Gäste aus Höchst. Dornbirn dann wieder mit einer Standardsituation, Freistoß von Kirchmann, gut angetragen, aber wieder vorbei am Höchster Tor. Wir sind bereits in der 76. Minute. Alibabic versucht an den Ball zu kommen, nimmt Ruheb nieder, und der Schiedsrichter zückt sofort die rote Karte. Nächster Ausschluss bei Dornbirn, die Heimmannschaft nur noch zu 9 am Platz. Kleine Vorentscheidung also, in der 90. Minute dann aber nochmal Bialawa. Ein perfekter Alleingang, Doppelpass und der Schuss, das 0:2 und somit die Entscheidung. Der FC Dornbirn unterliegt dem FC Höchst und muss weiter um den Verbleib in der Regionalliga zittern. Im Cup war eigentlich Dornbirn dominant, wie auch die ersten 25 bis 30 Minuten heute. Aber dann haben wir das Spiel aus der Hand gegeben und ganz entscheidend natürlich die 2 roten Karten gegen uns, und dann zu 9 gewinnt es kein Spiel. Wir unterstützen den FC Dornbirn, vor allem der Jugendarbeit wegen. Unsere 250 bis 300 Nachwuchskicker hier auf der Birkenwiese gehören auf jeden Fall gefördert. Natürlich ist das Ziel der Klassenerhalt in der Regionalliga. Ein Punkt heute oder ein Sieg hätte natürlich andere Vorzeichen gegeben, aber jetzt geht es nach Walsgrünau, dort einen Dreier und dann noch zu Hause 2 Heimspiele. Wir sind zuversichtlich.